Halli, hallo, meine Freunde und Star Trek und Veggie-Fans. Willkommen zu einem brandneuen Unboxing-Video meiner offiziellen Star Trek Raumschiff-Sammlung. Und die erste im Jahr 2019. Und zwar den 15.01.2019. Genau der Tag, wo dieses Video erscheint. Und ja, Aufnahmetag ist aber noch das Jahr zuvor, Dezember 2018. Und zwar zum ersten Advent, wo ich das mache. Hier einmal das, was ich euch auspacken werde, zeigen werde. So, die Boxsphäre. Ja, der Autofokus hat hier so ein bisschen sein Problem. Das hasse ich immer. So, und hier die Zeitschrift dazu, die ich euch jetzt mal zeigen werde. So. Seite 1. Ich hoffe, man kann das einigermaßen lesen. Das wäre schön. Das müsste ich noch mal ein extra Video machen, wo ich euch das vorlesen werde. Ja, das ist halt aber die Boxsphäre. Den Kubus besitze ich leider noch nicht. Aber ich habe noch Haufen Schiffe, die ich so anboxen habe, was das angeht. Und ja, die werde ich jetzt so Stück für Stück abarbeiten noch dieses Jahr, soweit ich komme. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich werde natürlich mein Bestes geben, einen Großteil zu schaffen, dass ich dann die Videos für das nächste Jahr schon so gut wie fertig habe dann. Wie gesagt, von den Videos kommt ja nur eins pro Monat raus. Von den Unboxings. Oder besser gesagt, zwei Schiffe. Wie es halt nach Abo-Format wäre, da gibt man ja normalerweise auch zwei Schiffe. Und ja, das ist Video Nummer 1 dazu. Und ich dachte mir, wir fangen gleich mal mit dem Borg an. Mit dem schlimmsten Feind der Föderation und der ganzen Galaxie. Die Borg sind ja nicht gerade das freundlichste Volk. Hier ist die Borg Queen. Ist ja allen bekannt. Ich glaube nicht, dass die irgendjemanden noch unbekannt sein dürfte. Und wenn, würde es mich sehr wundern, wenn es so wäre. Ist halt sehr viel über die Borg Queen und Picard drinne, weil das so die Hauptcharaktere bei dem Borg waren. Picard ja nur kurzzeitig wohl Locutus war. On screen. Ist auch mal schön mit den Daten. Ich muss mal auf PC gucken, ob man das lesen kann. Ich glaube es fast zwar nicht, dass man das lesen kann. Dafür ist es ein bisschen hell alles. Na, ja, muss mal gucken. Die Helligkeit ist auch ein bisschen übertrieben hell. Ich glaube, die habe ich ein bisschen so hoch eingestellt. So, und jetzt kommen wir zum Hauptstück. Und das ist natürlich das Modell selbst. Die Borgsphäre. So. Dasselbe aber noch. Wunderbar. Dann packen wir das Teil mal schön aus. Wenn es raus will aus seiner Hülle. Hier der Untersetzer. Hier steht auch nochmal drauf, was es ist. Moment. Ich will gerade nicht draufstellen. Ah, jetzt. Das ist nochmal ein bisschen stur.
was das angeht. Und hier ist die Borsphäre. Oh, wiegt schon ein bisschen was. Das Stück ist gar nicht so leicht. Jetzt haben sie doch schon ein bisschen Gewicht reingesteckt in das Teil, dass er was wiegt. Hier hat auch sehr drauf geachtet, auf das Detail, wo es immer so ein paar Lichter sind. Schade, die leuchten nicht im Dunkeln. Ich dachte, die leuchten so ein bisschen. Hätte ich eigentlich so ein bisschen erwartet, dass die vielleicht einen kleinen Leuchteffekt haben. Aber das gönnen die eigentlich wahrscheinlich doch nicht. Auch nur so einstecken, nehme ich an. Ob ich die Schachtel erkenne, wird das ganz, ganz beschissen halten. Weil die sind ja echt schlecht gemacht, die Ständer. So, einmal nochmal. Genau, wunderbar. So, genau die Sphäre fokussiert. Und ja, das wär's mit dem Video von der Spork Sphäre. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ihr seid auch wieder beim nächsten Unboxing meiner offiziellen Star Trek Sammlung dabei von Iglomos. Und ja, schreibt bitte euer Feedback zu diesem Video. Es würde mich sehr freuen, wenn ich von euch Feedback bekommen würde darüber. Weil ich muss ja auch wissen, wie euch das Videoformat gefällt und das Video an sich. Das ist mir schon sehr wichtig, muss ich sagen. Und ja, da verabschiede ich mich mal an der Stelle. Euer Darth Steffen Zockt sagt auf Wiedersehen und lebe lang und in Frieden, wie man bei Star Trek so schön sagt. Und bis zur nächsten Folge von meinem Unboxing meiner Star Trek Raumschiffsammlung. Bis dahin eine schöne Zeit und schaut auch gerne bei meinen anderen Projekten vorbei, wenn ihr das möchtet. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Darth Steffen Zockt. Ciao mit V und lifelong and prosper. Meine Trekkie-Freunde. Tschüss.